Hi meine Lieben, wir kommen zu Türchen Nummer 16 aus Anne Stempel Design Adventskalender 2022. Das ist auch der Hashtag, den ihr gerne benutzen könnt, wenn ihr eure Werke zeigen möchtet. So kann das dann die Community sehen und wir können das sehen und darüber würden wir uns sehr freuen. Türchen Nummer 16 haben wir ein Trauerset. Auch das gehört dazu und ich finde es echt cool, dass das im Adventskalender mit drin ist. Was ist das hier für eine Geschmiere? Weiß ich nicht. Wir haben da einmal den Spruch, in der Zeit der Stille gibt es einen Augenblick, der uns Trost gibt. Die schönen Erinnerungen an einen liebevollen Menschen. Dann nochmal in stiller Trauer und hier nochmal so ein Hintergrundstempel, eine Linie mit so Strichen, die man super als Außenverzierung nehmen könnte bei einer Karte. Sieht auch ein bisschen aus wie Stacheldraht. Ja, aber kann man auf jeden Fall super Hintergründe damit gestalten. Habe ich jetzt aber nicht benutzt. Ich habe damit tatsächlich nur Trauerkarten gemacht. Einmal diese. Da habe ich ein Motivpapier verwendet und ein Blattgestrüpp mir rausgesucht und den Spruch in stiller Trauer direkt auf die Karte. Ähnlich mit dem anderen Spruch, auch mir hier so ein Gestrüpp rausgesucht und den großen Spruch auf diese Karte. Hier auch mal ein bisschen andersfarbig, also ist ja auch schon die grüne, weil ich finde, es muss nicht immer schwarz sein, wobei nachher das Anleitungsvideo ist eine schwarz-weiße Karte, aber hier auch halt eben so ein Stanzteil, ja, was so blumenmäßig daherkommt und den Spruch in stiller Trauer und auch nochmal mit einem Kreis hinterlegt. Und die hier ist die, die wir nachher zusammenbasteln. Ich habe ja bisher außer in einer Tür nur Boxen gebastelt, aber ich fand halt zum Thema Trauer braucht man keine Box. Und deswegen basteln wir die Karte zusammen. Und ja, das ist die Anleitung um 10. Das sind meine Ideen. Ich denke mal, Trauerkarten, da findet jeder seine Inspiration in sich, wie es halt je nachdem immer am besten passt zu demjenigen, den man verabschieden muss, leider. Aber es gehört zum Leben dazu. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, meine Beispiele gefallen uns. Und ja, wer mag, dann sehen wir uns nachher um 10. Zeigt gern, wie gesagt, eure Werke. Hüpft bei Anne vorbei. Schaut auch da gern beim YouTube-Kanal vorbei und auch bei Instagram findet ihr sie. Dazu alle Links unten in der Videobeschreibung, denn Anne hat noch viel mehr als nur diesen Adventskalender. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.